Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit diesem nicht ganz so wunderbaren Menschen, der auch ungefähr nur 35 Minuten zu spät gekommen ist. Brauchst du doch gar nicht hier kommen mit irgendeiner Bäckerware, die du mir mitgebracht hast von Lidl, Alter. Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Wir haben uns heute mal wieder ein wunderbares Video rausgesucht von unserem Ehrenmann Mahan, Alter. Weißt du, es gibt da so andere Leute, die schauen wir uns gar nicht erst an. Wir sind heute am Start hier gemeinsam bei Mahan und schauen uns das Rekord-Outfit an von Bodyformers, meine Freunde. Das haben wir so nicht angeschaut und ich muss auch ehrlich sagen, Kilian, dieses Format geht mir mehr und mehr auf den Sack. Erstmal, weil ich dich regelmäßig sehe. Okay. Zweitens, weil ich das Gefühl habe, ich sehe jedes Mal das gleiche Video. Und drittens, weil ich nicht verstehe, warum die Leute es immer noch anklicken. Aber das Ding ist, Digga, ist das schon mal, ist das schon mal aufgefallen, dass wir momentan so private gar nichts mehr machen. Wir treffen uns nur noch, um dieses Format aufzunehmen. Besser ist das. Lassen wir es dabei. Zieh deine scheiß Kopfhörer an und wir fangen direkt an mit diesem wunderbaren Video von Mahan. Was geht, Leute? Mein Name ist Mahan. Mahan, Bruder, Ehrenmann. Ehrenmann. Er ist so süß, Mann. Ich küsse deine Augen, Mahan. Willkommen zu meinem neuen Video. Heute gehen wir auf. Der hat aber heute ein bisschen mit Ton Probleme, ne? Ja, Mahan, Bruder, AdSense muss mehr laufen. Mahan? Hamburgstraße, wie eigentlich immer. Und wir fragen die Leute, wie viel es daran ausfällt werden. Und ja, Leute, wir sind hier am neuen Wahl in Hamburg. Die Straße, wo eigentlich die Rich Kids rumlaufen. Check mich auf Instagram. Aber stopp. Bruder, es ist nackt. Mahan, Bruder, du trägst D-Squared. Bei dir läuft anscheinend echt krank. Ist D-Squared heftig? Bestimmt 400. Was? Jetzt wirklich? Ja klar, Digga. Mahan, Digga. Bei dir läuft AdSense. Bei ihm läuft. Aber dank cool, Revi läuft AdSense. Ich gönn's ihm, Digga. Ich gönn's ihm. Klar, das Ding ist, er will halt nachts eine Umfrage machen. So, ich weiß halt nicht, wo sind die Leute. Also. Ja. Und ja. Entschuldigung. Ah, es ist, glaube ich, nicht abgesprochen, oder? Nee. Gar nicht. Hat sich kurz Bock. Warte mal, du machst doch irgendwelche Videos mit Klamotten und so, oder? Genau. Wie ist dein Name? Marshmallow Manfred? Nein, Marshmallow. Aber ich muss sagen, Bodyform, ich feier so Bodyformers übel krank und er ist auch krank bodenständig. Ich hab mir gerade noch sein Video mit Kontra K? Mit Oleg Sesh angeguckt, so. Digga. Er ist so ein lustiger Typ. Ja, voll. Kerl, bester Mann. Wirklich, da merkt man halt auch so, also jetzt mal abseits von den Fashion-Dingen, so, man merkt halt bei ihm, er hat das Geld, was er mit YouTube verdient hat, direkt in Equipment und Kamera und Schnitt voll, und sowas investiert. Voll. Er hat sich immer weiter gesteigert. Voll. Extrem cooler und bodenständiger Typ. Finde ich echt nice. Ja. Finde ich immer cool, was er so macht. Ja, also du hast ein cooles Aussehen. Ja. Hättest du kurz Bock, den Zuschauern vorzustellen? Das Outfit sieht aber echt nicht schlecht aus an ihm, muss ich sagen. So auch, egal wie teuer es jetzt ist. All black, everything. Ja, all black, ich liebe es, also du weißt. Ich weiß, Bro. Aber ich finde, das sieht bei ihm einfach gut aus. So die Lederjacke sitzt, es ist ein schönes Outfit. Er ist halt auch ein smarter Typ, so ist eine Kante so. Ja, auf jeden Fall. Fresher Freeze, so, ne? Bart. Ich habe erst eine Frage, was ist der Rekord? Was war das teuerste Outfit? 30.000 Euro. 30.000 Euro? Ja. Ist ja traurig. Ich zeig dir was. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Nicht. Als ob, Digga. Marshmallow, ne? Ich heiße Mahan. Das ist so geil, wie er mitspielt. Ich heiße Mahan. So. Aber bei Bodyformers, bei Barry, merkst du einfach auch, dass er diese Schauspielerfahrung hat. Da war er damals bei Berlin Tag und Nacht mit dabei, was viele gar nicht wissen. Barry heißt du, ne? Barry ist richtig. Barry. Ich hab erstmal einen Koffer. Ja? Eine Tasche. Alter Vater, Alter. Eine Laptop-Tasche. Was? Meine Trainingstasche. Digga! Meine zweite Trainingstasche, wenn was? Oh mein Gott! Alleine schon die Taschen 10.000 Euro, ja klar. Neue, ne? Crazy, Digga. Also, warum hast du für Taschen? Die Schuhe sind Christian Louboutin. Eine Tasche reicht nicht. Eine Tasche reicht nicht? Aber ist in den Taschen noch was drin? Da ist nichts drin, ich gehe immer ohne Sachen raus. Ich laufe halt immer mit den ganzen Taschen rum, aber da ist stell dir vor, Digga, der kommt in Endstadt so ein Typ entgegen mit 6 Taschen, so, wo nichts drin ist, Digga. Und er wartet nur drauf auf so einen Typen, der die ganze Zeit so rum. Mahan, Liam, wo bist du? Mahan, Marshmallow, Bruder. Sehr nachvollziehbar. Ja. Auf jeden Fall, hau mal raus, die Zuschauer wollen wissen. Feierbares Video. Übel. Diese Tasche kostet, glaube ich, 1.300, bin ich mir nicht ganz sicher. Die kostet, glaube ich, 2.000 Euro, okay. Je nachdem. Die kostet genauso viel. Ich glaube, die kostet der Koffer, 900 Euro. Teuer. Der Koffer kostet 2.300 Euro. Ja. Ah, mein erstes Auto war günstiger als dieser Koffer, Digga. Koffer sind krank teuer. Voll. Aber 2.300 Euro für einen Koffer schon. Das Ding ist so, diese Louis-Taschen, das ist so dieses C-Promi-Giveaway, dass jeder C-Promi haben muss am Flughafen. Ja. Falls Promi-Flash kommt. Alles erst von Louis gesponsert. Weiß ich nicht. Ist ja auch egal, ne? Aber auf jeden Fall, ich bin mir nicht ganz sicher bei den ganzen Preisen, aber ich glaube so, je nachdem, glaube ich, kostet es so und so viel. Also hast du auf jeden Fall da schon mal viele Taschen am Start, Also weil, wenn man halt viel Sport treibt, Leute, muss man auch mehrere Taschen haben, ne? klar, natürlich. Und Bizeps halt immer schon so schwer. Richtig! Ne? Aber wie war nochmal der Name? Mahan. Marshmallow. Alles klar. Nächste Frage. So, du hast geil. Ein freshes Outfit an. Das ist eigentlich die Hauptsache. Ja. Hau mal raus. Fangen wir mal unten bei der Schuhe an. Was ist das für Schuhe? Ja, Mann. Okay, ganz ehrlich, ich habe diese Schuhe letzte Woche noch oder vor 2 Wochen noch im KDW, glaube ich, gesehen. Mhm. Ich finde die
nicht unglaublich hässlich, aber auch nicht unglaublich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt gepaart mit dem Outfit und zu ihm finde ich es dope. Weißt du, was ich meine? Das auf jeden Fall. Aber viel zu teuer. Den Sneaker, den Barry jetzt trägt, hier von Louboutin, der ist noch in Ordnung. Mhm. Es gibt genau denselben mit Sunniten. Kennst du das? Ja, mit diesen Stahldingern. Digga, und der ist unglaublich wack. Es gibt ich so finde den viele ganz geil. Schuhe. Ich finde den auch nicht so schlecht. So. Aber was kostet der? Was kosten die Louboutins? Ich glaube, die kosten 1000 Euro im Schnitt. 1000 Euro. Ja. Die gibt es aber jetzt auch schon für 1,5. Also die werden immer teurer, weil die gibt es kaum noch zu holen. Genau. Ist es nicht wert, sorry, Bro. Auf gar keinen Fall. Jetzt die Hose. Hier habe ich eine Multiplayer Jeans. Das ist eigentlich eine relativ frische Marke, die kostet glaube ich 110 Euro. Die sieht nice aus. Die haben echt geile Sachen. Kennst du das Brand? Multiply. Die kommen, glaube ich, aus Dortmund. Und die haben halt wirklich so Basic Stuff, der nicht günstig ist, aber auch nicht unfassbar teuer. Das hat gemeint Jeans. Nein, für eine Tigerhose oder sowas. Eine Tigerhose zahlst du ja auch so. Zahlst du genau. Ich weiß nicht, wie die Qualität ist, aber ich finde. Jones kostet mittlerweile auch 80 Euro oder sowas. Eine Hose, echt? Ich glaube schon. Dankeschön. Dann habe ich einen Yuji-Gürtel. Der GG-Gürtel. 250. Kostet ja kein Plan. 255. Oh! Für einen Gürtel doch nicht, Bruder. Komm schon. Kann ich für einen Gürtel? Das ist 300 Euro, Alter. Das geht doch nicht klar. Mein Gürtel ist von H&M, Digga. Kostet 19,95. Junge, ich hab nicht meinen Gürtel an. Was willst du? Ich hab ein Givenchy-T-Shirt drunter an. Das Givenchy-T-Shirt am Start. Yeah. Sind da Flecken drauf? Nee, das ist so in dem Shirt halt. Ach so, ist so Flecken eingearbeitet schon. Genau. Givenchy selber gemacht. Das heißt, die nehmen das Shirt quasi, bedrucken das einfach, sagen, es kostet 300 Euro. Und dann geht die Putzfrau noch einmal. Warte, dann geht die Putzfrau noch einmal durchs Werk damit, putzt noch mal ein bisschen ein paar Flecken drauf. 600 Euro. Perfekt. Alter, geile Taktik, Digga. Ja. Leute, manchmal mein Merch jetzt auch. 500 Euro. Dann hier eine neue Marke. More Life. Finde ich aber schön. Wie viel kostet der Pullover? 80. Finde ich aber ein schöner Hoodie eigentlich von den Farben so her. Aber ist immer schwierig für Aber ist halt sehr, sehr basic. So was man nicht kennt, hat 180 Euro. Genau. Ist immer schwierig. Aber ich, ganz ehrlich, Digga, ich rechtfertige auch nicht 180 Euro bei einem Supreme Hoodie. Kann ich auch nicht rechtfertigen. So, weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Deshalb, das stimmt. Sieht cool aus, aber 180 auf jeden Fall. Wack, so toll, auf keinen Fall. Also Lederjacke bin ich jetzt echt gespannt. Lederjacke sieht richtig, richtig gut aus an ihm. Drake, shit. Yes. Ah, so, okay, hier habe ich eine Burberry Lederjacke. Oh. Warte, lass mich raten. Burberry Lederjacke 1600. Bestimmt. Ja, glaube ich 2200. Oh, shit. Ah, oh, mein Herz. Das ist schon wirklich Philipp Klein Niveau fast, ne? Oh, shit. Gucci? Versace. Versace. Auch Louis. Ah, oh. Oh. Kein Plan, wie viel kostet. Weiß ich nicht. Ja, Mann. Ich weiß auch nicht. Dann habe ich halt noch eine Uhr. Oh, oder mal Piqué, oder was? Oder ist es eine Hublot? Digga, sieht aus für mich wie Flickflack Daniel Wellington. Was ist das? Die habe ich. Eine AP, wow. Ah, oder mal Piqué, oh, Alter. Ja, warte. 30k. Nie im Leben. Schwör. Bisschen was, ne? Was, ne? Die AP, was kostet die? Ich glaube, die AP. Ich glaube, die kostet 18.000. Ach. Ah! Digga, wir sollten auf jeden Fall mal anderen ich Content machen, Digga. So geil, ich find's geil, wenn das seine Sachen sind, zu ihm passt es so als Typ. Und ich sag immer, wenn ihr Geld habt und ihr habt Geld, gebt es aus, wie ihr wollt. So, wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, er hat natürlich jetzt die krassesten Sachen, die er halt hat. Das war ein abgesprochenes Video so. Das darf man nicht missverstehen. Er hat sich die ganzen Sachen rangeholt. Vielleicht sogar von Freunden geliehen. Das könnte ich mir sogar auch vorstellen. Weil ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er diese ganzen Taschen selber besitzt. Falls doch. Also, wenn er das sieht, er soll einfach. Also, mich würde es einfach interessieren. Oder Mahan soll einfach kommentieren. Also, mich würde es einfach interessieren, ob das Science-Stuff ist, den er private rockt. Dann wäre es echt geil, aber ich würde es ihm gönnen. Ja. Und wenn er es sich ausgeliehen hat, noch größer. Ist noch feierbar, Mann. Also, ja. 1000 Euro. Also, ich nächste kurze Frage, hab ich gewonnen? Hab ich gewonnen. Wo? Okay, wie viel kostet das? Hier steht der Preis, Leute. Oh, shit, Digga! Ich bin noch nicht fertig. Okay. Ich hab noch Autos. Oh. Autos. Du hast Autos. Hast du schon mal, wie viel ist dein Auto wert gemacht? Ja, einmal. Wie viel ist dein Autos wert? Mehrzahl? Autos wert. Guck mal, wir lassen die Taschen. Mahan gerade Mahan ist voll überfordert. Ja, Mehrzahl? Ja. Ich die Sachen lassen wir einfach da liegen. Alter. Ja, okay, jetzt wird's wirklich abstrus, Digga. Das sind nicht seine Karren, aber feierbares Video, krank feierbar einfach. Übel. Also Ferrari? Lambo ist das, okay? Ach, so, nicht der Rede. Das ist deine Karre. Also ganz wichtig ist, Lamborghini fährst du auch nur, wenn es ein bisschen wärmer wird. Okay. Das heißt, du brauchst mal zwei Autos. Die G-Class im Hintergrund, Digga. Ey, ich feier Mahan und ihn in der Kombination so krank. Die sollen zusammen rausgehen, Leute, fragen, was Outfit wäre das, Digga. Voll, die wenn, könnten beide auch Comedy zusammen machen. Wenn jemand Mahan drückt, drückt Bodyformes ihm eine Faust, weißt du? Was kostet der? Warte. Ist ja egal, sagt er, was kostet der? Für die Winterzeit haben wir dann sozusagen eine G-Klasse. AMG? Ist ein bisschen wärmer, ne? Und, Leute, eine G-Klasse. Geht auch jetzt AMG. Ja, V8 Biturbo. Richtig. Ganz krasser Wagen.
hat Dana gehabt, hat Sascha gehabt, schönes Auto, aber eigentlich viel zu überdimensioniert für die Stadt. Und unpraktisch, Digga, erst fuck, Mann, Digga. Ja. Dann bleib ich lieber bei meinem VW Polo, Alter. Ja. Ich bodenständiger Wichser. Ja, und ich war... Und die beiden gehören dir? Hab ich aus Versehen geholt. Aus Versehen? Aus Versehen. Hast du das denn geschafft? Ich bin ausgerutscht. Ausgerutscht, ja. Nee, aber ist auch egal, nicht der Rede wert. Ah, okay. Ist nicht der Rede wert. Hab ich gewonnen? Hab ich gewonnen? Eindeutig hast du gewonnen. Leute, er hat gewonnen, er hat den Rekord gesetzt. Hier wird jetzt sein Name stehen. Digga, ist das witzig! Ich bin wirklich, ich will, Shop, Leute, nimmt das nicht so ernst. Jetzt gibt's ein bisschen Real Talk, Leute, guck genau. Mal. Okay. Nice, Digga, Alter, darauf habe ich gewartet. Oh mein Gott, Alter. Heftige Message. Was für ein feierbares Video. Jetzt sagt er, egal wie viel Geld du verdienst, ich verdiene mehr und fährt mit seinem Lambo. Boah, das wäre funny, Digga. Teams, ob du wenig oder viel, das ist doch scheißegal. Alles, was man auf YouTube macht, dient nur zur Unterhaltung. Deswegen, ein bisschen Spaß muss man verstehen. Das heißt, Autos, Klamotten sind vergänglich. Das, was am wichtigsten ist, ist natürlich dein Herz, deine Seele, dass du wirklich eine reine Seele hast. Und der Mann ist ein guter Kerl. Ich schwöre dir, heftig. Ehrenmann. Heftiges, wir hätten uns kein besseres Video aussuchen können. Ja, was wir von 6 Minuten auf 13 Minuten strecken. Digga, geil. Okay, genau. Deshalb, alles nicht zu ernst nehmen, Leute. Hab ein bisschen Spaß und drüber lachen. Ist doch scheißegal. Das ist alles so Material. Hör auf, lass mich ausreden. Ach so, das ist das Wichtigste. Niemals ihn unterbrechen. Regel Nummer 1. Gönnt doch einem Menschen, wenn er sich etwas leisten will. Verstehst du? Auf jeden Fall. Doch sein Geld, was er auf jeden Fall. Scheißegal. Dann mach du es besser, wenn du es besser weißt. Er ist, kannst so, du deinen Satz sagen. Er ist so süß, Leute. Ja. Aber warte mal, du bist eigentlich Marshmallow, Leute. Ja? So, Leute, nimmt das auf jeden Fall, wie gesagt, nicht zu ernst. Der erste Link in der Beschreibung ist Barrys Kanal. Checkt das auf jeden Fall ab, Bodyformers. So cool, dass er auch da mitgemacht hat, Digga. Voll. Leute, checkt mal auf Instagram ab, den alten Ehrenmann, Leute. Das finde ich. Heftiges Video. Ey, ganz ehrlich, die Message am Ende zu sagen, gönnt Leuten, wenn sie was haben, das tun wir ja auch. Wir sagen halt nur, dass wir uns selber nicht leisten würden, selbst wenn wir die Kohle hätten, so viel Geld auszugeben. Würden wir es halt nicht machen. Das ist aber unsere persönliche Einstellung einfach, weil wir halt finden. Jeder hat seinen eigenen Wertmaßstab, jeder hat seinen eigenen Wertansatz und jeder ist bereit, das eigenverdiente Geld für Dinge auszugeben. Und Barry hat das ja gut gesagt, ja. Klamotten und Autos, das sind vergänglich. Vergängliche Dinge. Ja, richtig, genau. So, der eine sagt, okay, ich scheiß darauf. Verfahrlich auch, die fahren ja weg. Ne? Nein, aber der eine sagt, okay, ich scheiß darauf. Und andere sagen, ich gönn's mir jetzt. Genau, mal, genau. Und das ist von, vollkommen okay. Das ist okay. Nur, ich verstehe halt immer noch nicht, warum halt ein Pulli 6.000 Euro kosten muss. Aber das ist eine andere Geschichte, ja, meine Freunde. Aber lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da schaut auf jeden Fall bei dem hässlichen Vogel da vorne vorbei. Super, Leute, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.